Time for some liberation, y'all. Good night. We need to review our cover story by pushing up on the digital joystick. You can find our name and such. Gerald Schneider, Hamburg, Germany, Franz Spiegel. I reckon we got a high chance of being asked that, seeing as they're highlighted. So, yeah, I reckon those dudes are going to ask us. What's going on, geezer? Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Okay, I didn't have to memorize that stuff. I remember. Your contact's name is Fischer. He's wearing a grey officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. That's a crap passphrase. Alright, search for Officer Fischer. Is he had a grey code or something? Everyone's got a grey code. Kennst du sie? Ja, doch. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde auf. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Okay, downstairs, dude. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Can't remember. Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Thanks, dude. Wollen wir gehen? Alright. Find your contact. He's not up here. Geheimunterlagen anstellen. Sieht nach einer weiteren Nachtschicht aus. Ich glaube, ich habe schon seit einer ganzen Woche. Anyone see my contact? Der Balkon ist zurzeit gesperrt. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gern. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Oh, that was sneaky one. Yeah, because yo. Must be brief. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen.
Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster so suchen? Oh, mein, er ist schon weit in der Window. Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Oh, now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. Yes, Herr Gruber wanted you back in Berlin. Did he, Fräulein Schneider? And I thought it was Herr Spiegel that sent you. Oh well, the only constant is change. All we can do is adapt. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God! I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh or watching it thrash to death. Hmm? But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Like that. You suck. This is for my comrade. This is for my son. This is for me. Vive la résistance. Sorry to make such a mess in the office, dude. But I must bail. You think you'd be able to run after that incident? That would be a bit obvious, I guess. We wouldn't want to get in the pool. What's all this then? Oh yeah. I hope I haven't got blood on my hands. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen.
Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es wird Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Because we should get out of here, seeing I've got exactly the same briefcase. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Da! Well, that takes care of that. You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Alrighty, well I'm gonna leave it there. Check out my next video where I plant the explosives in the north and the south.